Und wir sind wieder da bei Let's Fail Izuna. Mit Ray, ja. Mit wem denn sonst? Ja, mit wem denn sonst, ne? Gibt ja niemand anderen hier. Und so ein merkwürdig schlafendes Ast-Dings. Ja, wie gesagt, mein langer Ast schläft hier. Ich merk schon. Hey, du triffst auf meinem langen Ast rum. Out! Aufstehen! Out. Du sollst aufstehen! Über meinen langen Ast runter! Finde ich doch. Lass den armen langen Ast schlafen. Wie wird der wieder wach? Indem ich woanders hinlaufe. Du läufst doch gerade. Ja, aber ich muss weiter weg sein. Ach so. Wir wollten die Robo-Gedenkbrücke, ne? Ja. Rechts. Ach so, ich muss stehen bleiben. Ja. Ich darf nicht springen. Ja. Okay. Bist du jetzt mal da? Bin ich doch. Echt? Ja. Warte kurz mal, warte, ich komme zu dir. Irgendwie. Ich sehe dich nur nicht. Ach, jetzt bist du da gewesen. Gott, ey. Manchmal sind sie... So. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Normalerweise... Warte. Ich geh mal kurz mal Gruppe verlassen. In Gruppe einladen. So, na, 12. So. Ich fühle mich gerade verarscht. Normalerweise ist das so, dass man direkt in das Field kommt, in dem auch das Gruppenmitglied ist. Okay. Da jetzt bist du. Sehe ich dich. So, gut. Kann man nämlich gemeinsam. Jo, stimmt, Gammel. Irgendwas mit gestohlenen Gegenständen. Gut. Noch alles gut. Langsam kommen wir halt auch in die Gegend von meinem Level. So. Aber ich fertig. Start! Hast du die Quest auch noch? Hä? Was? Nee, mir wurde das der Block gerade nur doppelt angezeigt irgendwie. Okay. Ach, hat auch eine Quest abgeschlossen eben her. Ich hab noch gar nichts abgeschlossen. Yay. Uhu. Zwei fehlen noch. Wie bitte? Da hat's gerade einen Roboter bei mir. Zwei fehlen noch. Okay. Eins. Kann ich mitleben? Keins. Gut. Warte, ich schließe die Quest ab. Und ich F. Okay. Ich bin als Gruppenleiter geworden. Achso. Ja. Spender, Anführer, Liebesbande, bla bla bla. Kann nicht sein, dass mich da was haut? Hä? Keine Ahnung. Ich bin gerade in irgendeinem Textfenster drin und du hast irgendwas gekillt, was ich schon wieder für Quests brauche. Finde ich ja cool. Ich kann. Ja, ja. Ach nee, Quests. Ja, mach mal weiter, ne? Also, also 4 von 12, ne? Ja, ja, aber ich glaube, du kannst ins Dungeon. Oder? Musst du. Da hier. Steht irgendwas von Dungeon, aber es scheint auch hier auf dem Feld irgendwie zu funktionieren. Ach ne, nee, warte, Field, da ist noch ein anderes. Mhm. Was steht da? Gestohlene Gegenstände. Speer, Bänder, Söldner, ah, okay. Also das mit dem Rennen ist. Jo, also normalerweise sollte jetzt die Nacht das Nachtwald-Dungeon kommen, meines Wissens, aber machen wir die Quest auch noch fertig. Das wäre nicht verkehrt, ja. Aber die sind's nicht, die Viecher. Das sind diese komischen Räuber, glaube ich. Ja, ich töte random. 7 von 12. Jojo, haben's bald. 8 von 12. No, 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 no. 9 von 12. So, ich hab schon 12 von 12. Aha. Das ist so eine wiederholbare Quest, meines Wissens. Echt? Hm? Gibt's hier auch, von aber... 12. 11 von 12. Dein Viech pennte bei mir schon wieder. Doch mal, eins wird mein... Ich hab ein Level up. Grad du. Auf Level 10 kriegst du ja neue Skills, sozusagen. Ja. Jo. So, Quest fertig. Supi. Ups. Ach, die rutscht immer nach oben, die fertige. Jo. Im Übrigen, ich würde dir mal empfehlen, hier, mal gleich nach links zu kommen, zu mir.
Ja, Moment. Und dann hier hoch. Hast du einen schönen Überblick mal so ein bisschen. Ah, okay. Finde ich immer ganz nice. Hat was. Der will schon wieder, dass ich die Viecher töte. Dann gehen wir mal auf Dungeon starten und Nachtwaldexperte. Okay, Moment. Ich habe keinen Nachtwald. Ach so, da oben ist ein... Ah! Da oben sind Banner. Okay. Wenn jetzt gleich rechts weiterhin was steht, hast du da eine Quest. Okay. Wenn nicht, doof. Ah, okay, kann auch an deinem Level liegen, keine Ahnung. Ich hab nix. Okay, dann liegt's an deinem Level. Wenn du noch nicht Level 10 bist, vermutlich. Und Eindrücke zum Nachtwald. Ich sehe gerade so wenig, Moment. Eindrücke zum Nachtwald. Hm. Dunkel halt. Irgendwelche Fantasien! Ich hab ganz viel Fantasie, das müsstest du am besten wissen. Mhm. Aber ansonsten... Es geht. Für mich ist das der Spannerwald. Der Spannerwald? Ein Irrlicht. Ja. So ein ganz merkwürdiger Baum. Ein End. Das dachte ich mir schon irgendwie. Jo, wie kamst du denn da drauf? Keine Ahnung, vielleicht weil es drunter steht? Ja, wäre eine Möglichkeit. So. Jetzt kommt so langsam auch das Level. Yes. Das sind so langsam die Gebiete, die auch meinem Level entsprechen. Okay. Es gibt mehrere Wege, die man gehen kann. Jupp. Die unterscheiden sich auch. Achso. Die geht man durch Zufall, oder? Nein, manchmal kannst du Türen öffnen, oben konntest du halt auch noch eine Tür kaputt machen. Manche sind random, manchmal nicht. Achso. Wobei ich glaube, es gibt gar keine random Wege mehr, gab es früher nur. Hat sich einiges in Elsword getan mit der Zeit. Wie gesagt, ich bin seit Anfang an dabei. Von daher. Und die Bäume bewegen sich halt nur, wenn die Irrlichter reingehen. Achso. So. Na, das hebe ich mir noch auf. Dann, dann. Komm schon. Yes. Was war das denn? Hm, das ist ein Illipass, das heilt ein. Ah, cool, ich bin ja geheilt, ich brauche ja nichts. Genau. Gott, ey. Stirb, du Mistvieh. Ach, da unten ist meine XP-Leiste. Schön, dass ich die jetzt auch schon mal finde. Ja. Yep. Die ist immer sehr schön, ne? Das war das Blaue gerade. Das ist der komplette Zipfer, wenn wir die Gegner treffen. Danger? Miniboss. Miniboss. So. Die sind schon so weit. Deswegen. Yes. Dass du mich aber auch immer zwingst, auf Expert zu spielen, also. Also schwer ist das nicht auf Experte. Noch nicht. Ich denke mal, das könnte sich noch ändern. Geht. Ja, okay, ich bin alt eingesessener Spieler eben. Das ist wiederum eine andere Sache. Yay, ist besiegt. So, die Tür noch kaputt machen. Ja, genau. Das ist so ein brutales Spiel, da machst du auch gleich die Türen kaputt. Das ist wie mit Zombies, die kommen ja auch nicht durch geschlossene Türen, ohne sie kaputt zu hauen. Mhm. Merkwürdig, ne? Ja, immer. Oho. Das Tolle an Ara finde ich halt ihre Wendigkeit. Und Rena ist eigentlich auch vom Movement her nicht schlecht. Also die Irrlichter tun ja eigentlich gar nichts, ne? Jupp. Die versuchen nur auf diese Dinger hier zuzusteuern. Genau, dann werden sie gefährlich. Was man halt gefährlich nennen kann. Ih, was ist das für eine Biene? Eine Hornisse. Ich mag keine Hornissen. Ich bin allergisch gegen Insektenstiche.
Kann ich auch nichts gegen tun, du. Doch, du kannst davor springen, wenn sie mit dem Stachel auf mich zufliegt. Oh, ist ja wohl das Mindeste, oder? Magst du keine Stecher? Doch, ich vermisse unseren Stecher. erstmal ist auch dieses typische Hauptsache draufhauen, wa? Ich habe noch keine Bogenschützin gesehen, ja? Die Tritte verteilt, also. Ist halt eben so. Nein, aber Hauptsache draufhauen würde ich es nicht nennen, weil du halt wirklich bestimmte Kombos erlernen solltest, kann, tun, tutest. Vor allem im PvP ist das halt eben wichtig. Weil es ist halt so, also durch den Set-Effekt machst du noch normalen Schaden, wenn die Gegner auf dem Boden liegen, aber eigentlich machst du nur noch die Hälfte irgendwie des Schadens oder so circa, wenn der Gegner auf dem Boden liegt. Ach so. Ja. Oh, das sieht nach einem Boss aus. Ja. Yep. Da. Bitte, du darfst. Bitte? Das ist eine Kiste, ich will die Kiste kaputt machen. So. Ei-Item benutzt, was du eventuell gleich brauchen könntest. Du machst das. Sag mal! Ja? Ach nee, gut, da ist ein HP-Leiste. Hab ich gerade gewundert. Wird das nicht normalerweise links angezeigt? Oh, der hat ja doppelte Leiste. Au! Keine Ahnung, wo es bei dir angezeigt wird. Normalerweise wird das links angezeigt an der Seite. Aber irgendwie wird das gerade nicht links. So ist er eigentlich wieder nur so auf mich fixiert. Ganz ehrlich, das ist doch... Ich meine, wärst du nicht auf denjenigen fixiert, der dich schlägt? Naja, gut. Aber siehst du, das macht schon mal Schaden. Ich helfe dir lieber mal, du machst kaum Schaden. Gerade. Autsch! So. Goodbye. Ich hab Schaden gemacht, so. Wunderbar. So toll. Was für ein Gefühl habe ich bekommen? Ach, Erleuchtete der Nacht. Was? Hab den Titel Erleuchtete der Nacht bekommen. Ach so. Wir müssen das nochmal machen, wenn ich das Quest habe. Jetzt dürftest du die Quest haben, ja. Also gleich noch einmal. Aber du solltest erstmal jetzt, na. Was bekommen haben. Ich kann ja mal ins Inventar gehen. Neue Skills, genau. Ja, das auch. Ich kann Sachen identifizieren. Ja, das ist egal. Aber wie gesagt, neue Skills. Die sind alle ausgegraut bei mir. So sind die alle dunkel. Achso, warte mal, das wahrscheinlich alle Sachen sind. Ja, Level 16, Level 16, Level 16. Waffe für Eve, Waffe für Elsword. Ah, okay. Am Anfang kriegst du eh alles in den Arsch geschoben von den Quests. Hä, was ist das denn? Dunkelheit Orb, Feuer Orb. Wofür sind die? Irgendwas mit Großgeschoss steht da. Genau, kannst Dunkelheit Orb und so weiter kannst du gut und gerne unten in den Quickslot tun. Und die machen was? Liest, was die da machen. Kannst lesen. Ach, ist das auch wie so ein Boost oder was? Nee. Ah nee, einmal draufschleudern. Nee, das ist da, ich hab bloß noch einen Slot frei, das... Ich hab doch nur drei. Ja, dann mach halt da. Alte Holzkiste? Könnte ich öffnen, kostet aber 12,5... Oh nee. Bin doch etwas geizig. Was? Ah. Bandit-Duo, Uli und Idi ist aufgetaucht, was soll das heißen? Das sind Field-Bosse. Ach so. Ich habe gar keine Quests, okay, interessant. Ah, also, da. Was habe ich denn hier? Ich habe wieder dieses 12er-Ding hier, dieses Wiederholbare. Mhm. Immer noch sprich, oder wieder, nee, wieder, sprich mit Hoffmann und Elder, sammel Aufkleber von Hoffmann. Ach, weißt du, warum du keine Quest hattest? Du hast nicht mit ihm gesprochen. Ich habe mit ihm gesprochen. Echt? Hast du ihn mit Y angesprochen? Ja. Okay, dann geht's ihm hin. Was?
Der Pinguin-Weihnachtsmann hat ein Geschenk in einem Dungeon verloren. Wenn du den Geschenksack bei dir trägst, will der Pinguin-Weihnachtsmann zu dir kommen und Geschenke mitbringen, was? Okay. Ja,